Die US-Notenbank Fed startet Anfang November ein neues Anleihekaufprogramm. Und zwar will man Treasury Bills kaufen, also kürzer laufende Anleihen im Volumen von 60 Milliarden Dollar pro Monat. Und sagt aber, das ist kein QE, das ist kein Quantitative Easing. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Wir wollen uns kurz mal dieser Fragestellung zuwenden, denn viele sagen, das ist QE, Leute, da könnt ihr reden, was ihr wollt. Schauen wir uns da mal die Definition von Quantitative Easing an. Es ist eine Geldpolitik, in der die unkonventionelle Geldpolitik, in der die Zentralbank Government Securities, also Staatspapiere kauft, in order to increase the money supply, um also die Geldmenge zu erhöhen, and encourage lending and investment, um dann praktisch Kredite und Investment zu stimulieren. Letztere beiden Punkte, Kredite stimulieren, Investment stimulieren, dürfte eher nicht im Fokus sein. Und das ist genau jetzt die Definitionsfrage. Viele sagen, Quantitative Easing ist der Kauf von länger laufenden Anleihen, um die Zinsen in zentralen Bereichen wie Kreditvergabe und vor allem im Housing-Sektor, also im Immobilienbereich, nach unten zu kriegen. Denn diese 10-jährigen Anleihen, Staatsanleihen, meistens sind es die, die Benchmark sind für den Ausleihesatz, für den Zinssatz, wenn man zum Beispiel einen Immobilienkredit nimmt. Also die Fed hat früher vor allem längere Laufzeiten gekauft mit diesem QE 1, QI 2, QI 3 etc. Jetzt kauft sie sehr kurze Laufzeiten, sodass wahrscheinlich es eben nicht das Ziel ist, die Renditen am längeren Ende, also bei längeren Laufzeiten bei US-Staatsanleihen nach unten zu kriegen. Im Gegenteil, wir sehen, dass derzeit die Renditen sogar steigen für längere Staatsanleihen, länger laufende Staatsanleihen. Wir sehen, dass die Zinskurve sich wieder reinvertiert hat. All das zeigte, dass die Fed offenkundig die kurzfristigen Zinssätze ein bisschen nach unten kriegen will, damit die Zinskurve wieder stimmt, damit sozusagen diese Inversion eben aufhört. Und genau das scheint sie zu schaffen. Sie reagiert damit natürlich auch auf die Panik am Repo-Markt. Wir haben gestern gesehen, die Banken hatten Nachfrage nach 67 Milliarden Dollar, alleine gestern. Und die Fed hat diese 67 Milliarden ausgeschüttet. Sie macht darüber hinaus ja diese regelmäßigen Open-Market-Aktionen. Also die Banken haben offenkundig ein Riesenthema, ein Riesenproblem, sich irgendwie Liquidität zu beschaffen. Und jetzt geht das Argument auch nicht mehr, naja, Quartalsende, da tritt sowas mal auf. Das ist derzeit eher nicht der Fall. Also, es ist ein halbes QI, könnte man sagen. Ben Bernanke hat sich hier, nicht Ben Bernanke, sage ich schon, Jerome Powell hat sich hier natürlich gefreut. Der hat gesagt, ich habe gestern die Shorts zerstört. Ich gehe jetzt voll auf Bernanke, mache voll auf Bernanke, aber ich erzähle allen, das ist nicht QI, haha. Das ist sozusagen Ironie eines Fake-Accounts von Jerome Powell, aber es bringt so ein bisschen die Situation auf den Punkt. Gleichwohl, wir haben es gestern zu tun gehabt mit Optimismus. Erstens mal, wie Bob Pisani von CNBC hier zusammenfasst, erstens mal wegen den starken Zahlen von JP Morgan und der dann, oder Jamie Dimon von JP Morgan hat dann auch gesagt, naja, der Konsument, der ist stark in den USA, das war das, was sehr wichtig war gestern für die Wall Street. Dann Kommentare in Sachen Brexit-Deal, da dürfte es heute nochmal heiß hergehen. Das wird spannend, aber diese Euphorie, da könnte was gehen, die hat gestern geholfen. Und die Zusicherungen von China, hier etwa von Hu Xijin, Chefredakteur der Global Times, der gesagt hat, ja, das ist wirklich ein Handelsdeal, wir wollen den unbedingt haben, daran wollen wir festhalten. Andere sagen, es gab ein paar andere Gründe und hier zum Beispiel eigentlich hat man wieder mal lebendes Brian-mäßig, always look on the bright side of life, immer nur das Positive sehen und man hat eben ignoriert, dass China offenkundig nachverhandeln will in Sachen Landwirtschaftskäufe oder US-Landwirtschaftsprodukte, indem man sagt, naja, dann könnt ihr aber die vorherigen Zölle, die bislang noch in Kraft sind, eigentlich abschaffen. Dann hatten wir einen extrem starken Anstieg der Verbraucherpreise. Wir hatten diese extreme Nachfrage der Banken nach diesen Repo-Aktionen der Fed, auch das wieder mal ein Zeichen, das möglicherweise nicht so toll ist. Wir haben eher schwächere Zahlen von Goldman Sachs und Wells Fargo gehabt, aber wir hatten eben gute Zahlen auch von United Health, JP Morgan, naja, Johnson & Johnson
Ging so, jedenfalls war das Ganze nicht so ganz klar positiv. Es war überwiegend positiv, weil JP Morgan einfach die wichtigste Bank ist. Und wir hatten dann die Abstufung des globalen Wachstums durch den IWF. Also die Nachrichtenlage war durchaus gemischt. Es ist möglicherweise jetzt einfach so, dass wir wieder Verfallswoche haben, kleiner Verfall. Und wir sehen immer in der OPEX-Woche, das ist der VIX-Chart, der Chart auf Divola, geht Divola nach unten. Wird nach unten gedrückt. Wir waren gestern im tiefen 13er Bereich bei der Volatilität, aber gleichwohl sagt hier Sven Henrik, ihr schafft es nicht trotz zwei Zinssenkungen. Dritte kommt jetzt Ende Oktober. China applaudiert dem größten Deal ever sozusagen in Phase 1. Tägliche Repo-Aktionen, Bazooka durch die Fed. OPEX-Woche und trotzdem geht der Russell 2000 nicht über die 200-Tages-Linie. Naja, da ist natürlich auch was dran. Aber entscheidend ist, dass wir möglicherweise bald einen Ausbruch hier bei den Anleihemärkten sehen. Hier sehen wir den klaren Abwärtstrend der Renditen bei US-Staatsanleihen. Hier die 10-jährige US-Staatsanleihe. Wenn wir hier rauskommen, dann wäre da Luft, dann würden die Renditen deutlich steigen und es ist eigentlich ja auch logisch, wenn die Renditen steigen würden angesichts der massiven Verschuldung, die die USA derzeit fahren, und die Fed reagiert auf diese Verschuldung und muss eben gegensteuern, und sie macht das eben auch durch diese Treasury Bills. Die US-Banken sind vollgesogen mit diesen US-Staatsanleihen, die haben keinen Bedarf mehr eigentlich, die zu kaufen. Jetzt muss die Fed ihnen praktisch die Liquidität geben, damit diese US-Banken die Staatsschulden, die immer neuen Anleiheemissionen kaufen. Wir sehen hier, die Bilanzsumme der Fed ist deutlich nach oben gegangen in den letzten Tagen und Wochen. Was haben wir heute auf der Agenda? Einiges. Wir haben die Verbraucherpreise Eurozone September. Nein, nicht mehr ganz so wichtig, weil schon ein bisschen kalter Kaffee. Aber wir haben heute die Einzelhandelsumsätze 14:30 aus den USA. Das wird sehr, sehr wichtig. Der US-Konsument, zuletzt ja die Verbraucherstimmung, Uni Michigan, wieder ein bisschen besser geworden, nachdem sie vorher richtig eingesackt war. Jedenfalls, da wird man gucken müssen, ob die Einzelhandelsumsätze, die so zentral sind für die US-Wirtschaft, hier wieder sich stabilisieren. Wir sehen die Öllagerbestände 16:30 und wir haben Zahlen dann. Bank of America 12:45 Uhr, Netflix, das wird wichtig so für das Sentiment im Tech-Sektor, 22 Uhr und 22:10 Uhr, dann IBM, auch wichtig. Also da ist heute was gebacken, nachdem es am Montag ja praktisch Arbeitsverweigerungen gab, minimale Umsätze, gestern schon etwas besser, heute dürften die Dinge dann ein bisschen anziehen. Was macht das mit den Charts von Capital.com? Wir sind beim Dow Jones ein bisschen tiefer gekommen und sind aktuell bei 26.975. Warum will ich Ihnen hier zeigen? Hier hat China reagiert, wenn Sie das nicht lesen können, dann kommt gleich die englische Übersetzung. China hat reagiert auf Folgendes: Das US-Abgeordnetenhaus hat eine Hongkong Bill of Rights on Human Rights and Democracy erlassen, also praktisch der Demokratiebewegung in Hongkong den Rücken massiv gestärkt mit dieser Resolution. Jetzt hat China heute das Außenministerium massiv zurückgeschossen und hat gesagt, wir lehnen das in aller Schärfe ab und werden Gegenmaßnahmen ergreifen. We will take effective measures to resolutely counteract and firmly safeguard its sovereignty. Also wir werden alle Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität zu schützen etc. Hier sagt man, Hongkong ist Chinas Hongkong, Hongkong ist Chinas Hongkong. Das ist sozusagen der Punkt, der für China jetzt zentral ist aus chinesischer Sicht. Das ist wieder eine Einmischung, sagte Peking, in die inneren Angelegenheiten. Die USA sagen, nein, das sind universal gültige Prinzipien. Also Hongkong ist sozusagen wieder der Streitapfel. Es gibt vielleicht neben Hongkong noch Huawei, diese zwei Punkte. Da wird es immer wieder knirschen. Jetzt ist auf einmal nicht mehr Donald Trump der Brandstifter in Sachen Handelskrieg, sondern jetzt das US-Abgeordnetenhaus. Und Donald Trump wird da auch nicht viel machen können gegen diese Resolution, zumal er selber ja Hongkong öfter auch angemahnt hatte bei den Chinesen. Das hat die Futures also nach unten gebracht, etwas nachdem wir gestern beim S&P ziemlich genau auf die 3000er-Marke gelaufen waren, diese Widerstandsmarke, wenn er denn kommt. Da ist er, hier sehen wir das ziemlich genau, mal ganz kurz drüber, jetzt sind wir bei 2988. Was macht der DAX aus der Geschichte? Der dürfte, wenn er denn kommt, nach wie vor über der 12.000 oder an der 12.600er Marke handeln. Er scheint mich hier gerade zu verlassen, da können wir ihn neu laden. Da ist er, wir sind bei genau 12.600,
nachdem der DAX gestern diese Brexit-Euphorie hat einpreisen können. Ob die gerechtfertigt ist, da habe ich meine Zweifel. Die Hindernisse sind groß. Und da wird gestern nach meiner Auffassung ein bisschen zu viel auf Euphorie gemacht. Die Dinge sind zu komplex, dass man sie so einfach und schnell und schön lösen könnte, wie die Märkte sich das vorstellen. Wir sind beim Euro bei 1,1031, wir sind bei Gold bei 1483, weiter unter Druck also, und bei Crude Oil knapp unter der 53er Marke. Also Fed QI, ja, nein, man kann sagen, jein, es ist, erfüllt einige Definitionskriterien, andere dagegen nicht. Investment steigern, Lending steigern eher nicht, sondern Liquidität schaffen, das ja. Wir haben neue Spannungen in Sachen Handelskrieg, diesmal nicht ausgelöst von Donald Trump, sondern durch das US-Abgeordnetenhaus, ist für die Chinesen aber eine Soße, da kann man schlecht unterscheiden. Das ist alles eben aus den USA, von gewählten Institutionen der USA. Das ist das Problem. Das heißt, wir könnten jetzt die absurde Situation sehen, dass Trump immer versucht zu zügeln, den Handelskrieg runterzukochen, und andere den Handelskrieg raufkochen. So komplex und so lustig ist die Welt. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.